Hallo liebe Leute und herzlich willkommen. Es ist Zeit für die neueste Get Digital Box. Und hier ist ein dicker Aufkleber drauf, wo FR drauf steht. Eigentlich sollte die mich Freitag schon erreichen. Das hat ja wieder ausgezeichnet geklappt. Ich war aber Freitag eh gar nicht da. Von daher war das auch gar nicht so schlimm. Ja? Aber die Leute, die hier zu Hause waren und gewartet haben, dass dieses Paket ankommt, naja, die haben dann auch irgendwann nicht mehr gewartet, weil es kam tatsächlich gar nicht mehr an dem Tag. Ja, es ist immer eine große Freude. Aber da war wahrscheinlich viel zu tun. Ja, ich bin aber froh, dass die Getitel da ist. Ich habe jetzt Zeit. Ich packe sie aus. Wir gucken mal, was so drin ist. Nicht wahr? Ja, guter Plan. Ja. So. Ich bin so gespannt. Wir haben einen Back to the Future Artikel. Was ist das? LED Charge Kabel. Ein Thumbscript für Micro-USB. Was ist denn das? Ein Ding. Ein Ding mit einem Kabel zum Laden. Hier ist Fluxkompensator drauf. Na, hier auf der anderen Seite ist ein Tonkopf drauf. Das passt super zu Back to the Future. Ja, und dann haben wir hier noch irgendwas mit Out of Time und so. Das sind wahrscheinlich so Clips, die man da dran machen kann. Soll ich mir das mal angucken? Ja, soll ich, ne? Ja, sicher. Dafür sind wir hier, oder? Geht natürlich wieder nicht auf. Wir haben hier ja aber natürlich immer Möglichkeiten, dass wir das aufkriegen. Wir schauen uns das mal genauer an, nicht wahr? So. Komm raus, du Ding. Mit Gewalt geht alles. Wenn es darum geht, irgendwelche Sachen aus irgendwelchen Packungen zu befreien. Ansonsten nicht. Ja? Bitte keine Gewalt. Wir brauchen keine Gewalt. Alles schlimm genug. Was ist denn das genau? Ich will diese kleinen... Achso, das sind so... Nupsis, ja, das ist auch der Fachbegriff. Nupsi ist der Fachbegriff für euer Gamepad. Ja, da könnt ihr dann euer Gamepad nehmen und dann, hier, warte mal, zack, und dann habt ihr hier immer diese Dinger und dann könnt ihr das so drüber ziehen. Also ihr könntet, wenn ihr in der Lage wärt. Ich bin das natürlich wieder mal nicht, aber die sind wahrscheinlich auch eher wieder für die Playstation. Ich weiß gar nicht, ob die genormt sind, die Dinger. Ja, dann habt ihr hier Out of Time draufstehen. Natürlich andersrum wäre es schlauer gewesen. Und dann habt ihr wieder den totalen Grip. Dafür sind die Dinger da. Finde ich geil. Das passt. Ja, und damit ihr dann das noch laden könnt, ne, euer Dingens hier, ne, dann habt ihr hier dann noch ein Kabelchen mit dabei. Ja, finde ich cool. Auch das mit dem Fluxkompensator gefällt mir. Ist ein sehr schönes Item. Finde ich gut. Gefällt mir. So, was haben wir denn als nächstes? Wir nehmen mal das T-Shirt raus. Das T-Shirt ist diesmal ein Verpackungsmaterial, denn es hat irgendetwas eingewickelt. Wir sind sehr gespannt, was da denn so drin ist. Wollt ihr zuerst das T-Shirt sehen oder was drin ist? Ist völlig egal. Ich kann euch eh nicht hören. Oh, das... Was ist das? Ich hole das erstmal raus, ja. Wir haben... Root for Groot. Wir haben hier Root for Groot. Also der Kopf sieht fantastisch aus. Das gefällt mir richtig gut. I am Groot. Das ist ja so ein kleiner Kinder-Groot, ne? Und dann haben wir hier drin einfach... Was sind das für komische Geräusche, die hier passieren? Wir haben hier einfach so ein Kartenspiel mit Groot. Root for Groot. Hier ohne Root for Groot. Finde ich gut. Mir gefällt der Name auch voll. Ich feiere gerade diesen Namen voll. Da sind hier noch so ein paar Anleitungen drin. Na, und ich zeige euch gleich den Kopf nochmal aus der Nähe. Keine Sorge. Keine Eile, oder? Ja, und das ist dann so schön zusammen. Dann hast du hier oben noch dieses Ding so mit dran. Damit das dann auch... Das ist doch wunderbar. Gehört wahrscheinlich andersrum, ne? Ja, natürlich. Habe ich wieder falsch rumgemacht. Root for Groot. Ein Gesellschaftsspielchen. Kartenspiel. Finde ich super. Ist eine coole Idee. Sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Ist was Besonderes. Und dann mit diesem Kopf finde ich als Verpackung richtig gut. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Diesmal hat Get Digital tatsächlich etwas gemacht, was zum Spiel ist, wo die Anleitung reinpasst. Ja, kleiner Seitenhieb. Muss ab und zu mal sein, ne? Ihr wisst Bescheid. Ja, finde ich gut. Weiß eigentlich nicht, ob die Anleitung auf Deutsch auch drin ist. Steht hier irgendwas auf Deutschland überhaupt drauf? Na, sonst liegt die wahrscheinlich doch noch da unten drin. Dann nehme ich alles zurück. Wir gucken gleich mal. Finde ich aber einen geilen Artikel. Das gefällt mir. Das ist schön. Schöne Sachen sind schön. So, dann haben wir ein Herr der Ringe T-Shirt. So, jetzt stellt euch vor, es wäre Galadriels Stimme. Ich werde sie auch gleich ein wenig imitieren. Wartet, wartet ab. Wir gucken mal. Ihr guckt zuerst. Das ist ein schwarzes Shirt. Ja? Mit Text. Aha. Was steht denn da drauf? Achso, ich zitiere Tolkien, der Herr der Ringe, Buch 5, Kapitel 2, Absatz 97. Nein. Okay. So, jetzt nochmal in Galadriels Voice.
Ich zitiere Tolkien. Ach nee, das war Saruman. Entschuldigt bitte. Kriegen wir heute nicht hin, Galadriel. Ja, es ist wieder mal ein witziger Haha-Witz. Und ich mag T-Shirts mit Logos, ich mag T-Shirts mit coolen Motiven. Ich mag T-Shirts mit Haha-Witzen nicht besonders gern. Und auch wenn das irgendwo schon lustig ist, es ist so Haha und dann geht's weiter. Das dann auch, ja, sorry, also da ist Get Digital wirklich meisterlich drin, immer wieder diese T-Shirts zu machen, die so Haha-Witze drauf haben. Aber, bevor ihr fragt, ja, es ist tatsächlich weich. Na, es ist ein Herr-der-Ringe-T-Shirt, das ist dann auf jeden Fall schon mal ein Plus. Ich finde den Spruch halt auch eigentlich echt witzig mit dem, ich zitiere und dann ist da einfach nur Nein, gefällt mir auch gut. Hätte ich das auf dem T-Shirt gebraucht, ich zitiere, nein, hätte ich nicht. Na, diese Haha-Witz-T-Shirts, das sollte man langsam mal so ein bisschen überdenken. Ne? Ist so meine persönliche Ansicht, wenn andere Leute das toll finden, kein Problem. Ja? Aber ich gebe hier ja natürlich auch meinen persönlichen Senf immer mit dazu. Ihr versteht. Ne? Also ist jetzt nicht so ganz mein Shirt. Ja? Und das, ist die Kappe eigentlich schief? Ja sicher, wie sehe ich denn aus, ey? Weißt du? Warum sagt denn keiner was? Also wirklich, Kinders. So, dann haben wir ja, ach, guck mal an. Wir haben das Zauberwelten-Magazin. Da weiß ich ja, was in einer Konkurrenzbox drin ist. Ja, das ist überall drin. Ja? Also, ja, so. Selbst in meiner eigenen Box ist das drin, zumindest für eine Person manchmal, wenn ich das dann weitergebe. Finde ich immer ein sehr interessantes Magazin. Ich mag das gerne, ich lese da gerne drin rum. Ja, es sind immer sehr, sehr interessante Sachen da. Es geht um verschiedenste Dinge zu verschiedenen Tabletops, zu Rollenspielen. Es gibt Rezepte, es gibt Informationen, wo irgendwelche Conventions sind. Es gibt Buchempfehlungen, es gibt alles und alles ein wenig im Zusammenhang mit den Welten, in denen Zauber und Zauberei stattfinden. Ja. Jetzt habe ich gerade Der grobe Hobbit gelesen. Ich so, geil, neues Buch von Der grobe Hobbit. Ja, das ist dann so eine miese Sau. Ja, das ist die Hobbit-Enzyklopädie, die hier rauskommt. Das ist hier Werbung. Ne? Aber ne, eigentlich geht es ja hier rum. Das ist das Zauberwelten-Magazin. Ich finde es super, dass es jedes Mal drin ist. Achso, ja, herzlich willkommen im Sommer. Ihr wisst Bescheid. Ja? Fenster sind auf, die Möwen sind am Start. Wir haben ja tatsächlich ja, direkt vor dem Fenster ein kleines Möwennest. Ja, und da sind inzwischen 3 Eier drin. Und die sitzt da den ganzen Tag und gluckt da rum. Ja, und die männliche Möwe, die hat immer noch Bock. Da kann also sein, dass da bald 4 Eier drin liegen. Ja? Ich berichte. Ich werde berichten. Ja, ich werde berichten. Keine Sorge. Keine Sorge, meine Dudes. Ich hab euch doch. So, was haben wir denn hier? Was ist das denn? Im ersten Moment sieht es aus wie ein Buch, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es kein Buch sein wird. Ja, es ist aufgemacht wie ein Buch-Tresor zu, und das ist schön, War of the Worlds. Krieg der Welten, feiere ich sehr, finde ich super, dass es mal was zu Krieg der Welten gibt. Ja, ich finde die Optik hier auch ziemlich cool, aber wie geht denn das? Das ist, jetzt habt ihr mich wieder erwischt, ne? Wie geht denn das? Achso, das ist tatsächlich so zu. Ich dachte, das kann man so rausfahren, wie so ein Buchdingens, aber nein, man muss das hier oben wieder öffnen. Wir müssen das öffnen. Tja, na, ein Tresor, der so verpackt ist, dass man da nicht rankommt. Clever. Ja, das Messer ist nicht mehr das Schärfste. Ja. Aber es ist das gelbe Messer. Habt ihr auch mal wieder gesehen, ne? Gelbe Messer hier, wisst ihr Bescheid, ne? So, Klinge rein, damit keinem was passiert. Besonders nicht mir. Na, das wäre nämlich nicht so schön. Wir gucken uns das mal genauer an. Wir reißen das mal auf. Na, ihr habt Zeit, oder? Ich habe vorhin schon gesagt, das geht hier nicht so schnell. Na? Ich bin aus der Übung. Hab bestimmt schon seit mehreren Wochen keine Lootbox mehr ausgepackt. Da muss das mal so ein bisschen... So, weg mit dem Müll. Geh weg, hinfort. So, dann haben wir hier ein Buch. Also es fühlt sich wirklich an wie ein Buch. Ja, das ist wirklich wie so ein Buch. Ihr versteht. Also, wie ein Buch halt. Ne? Also, das hier fühlt sich an wie ein Buch. Bücherrücken, ne? Und so. Und es sieht halt aus wie Seiten und es fühlt sich auch an wie Seiten. Kann sogar sein, dass es Seiten sind. Wir werden gleich mal gucken. Ja, es sind sogar Seiten. Haha. Fühlt sich an wie Seiten, sind Seiten. What a twist! Wer hätte das gedacht? Hätte ich jetzt nicht erwartet. Na, aber wenn ihr da drin lesen wollt, dann habt ihr leider ein nennenswertes Problem. Ja? Denn da ist ein Tresor drin. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ist Witz, ist ein Witz. Ne? Ich finde das Item fantastisch, ist eine geile Idee, aber ich hätte tatsächlich lieber den Roman gehabt. Ja? Und das ist halt hier so ein
Ja, und da könnt ihr dann, das könnt ihr dann aufklappen und da könnt ihr euer Zeug reinpacken. Und sollte mal irgendwann einer diebesmäßig bei euch in die Butze eindringen, dann wird er mit Sicherheit nicht auf die Idee kommen, dass eure Wertsachen im Bücherregal mit verschwunden sind. Wobei für die meisten Leute sind ihre Bücher die Wertsachen. Aber na, jetzt könnt ihr eure Wertsachen zu euren Wertsachen stellen. Ja, und ich finde dieses Ding wirklich fantastisch. Also ich finde, das sieht richtig geil aus. Für mich ist das ein absolutes Highlight-Item. Ich mag so Sachen. Ich finde das super schräg. Das ist ein schönes Ding. Ja, das ist was Besonderes. Ich feiere es. Ich finde es geil. Ich finde, das ist was richtig Besonderes. Das ist schräg. Das ist cool. Das ist eine Mischung aus allem. Ja, und das ist halt einfach ein Buch mit einem Versteck. Gefällt mir richtig gut. Und es ist GetDigital, ne? Also hier gebrandet. Das heißt, was heißt gebrandet? Also es ist von GetDigital. Das hat GetDigital gemacht. GetDigital, damit habt ihr wieder... Warum leier ich das GetDigital eigentlich immer so? Es ergibt sich irgendwann mit den Jahren. Ja, da habt ihr wieder ein Meisterwerk abgeliefert. Mein Gott, heute habe ich es aber wirklich mit den Versprechern, ne? Habe ich wirklich gerade gesagt? Sollen wir das Video nochmal von vorne anfangen? Seid ihr bereit? Nee, komm, lass uns. Ist egal, ihr versteht mich doch trotzdem. Ihr kennt das doch auch, ja? Heute bin ich wirklich so ein bisschen... Vielleicht bin ich ein bisschen überkandidelt, ich weiß es nicht. Obwohl, eigentlich bin ich müde. Nicht viel geschlafen. Die letzten drei Nächte schon nicht, ne? Hätte ich jetzt dieses Buch gehabt, hätte ich es natürlich lesen können, aber war natürlich nur ein Tresor drin. Da ist ja auch jetzt erst angekommen. So. Finde ich geil. Feiere ich. Gefällt mir. Das ist wieder... Bing! Ne? Hättet ihr das jetzt noch mit einem Harry Potter oder so gemacht, so mäßig, dann wäre das wahrscheinlich bei noch mehr Leuten richtig geil angekommen. Aber ich verstehe schon, warum. War of the Worlds ist mit Sicherheit inzwischen in der Public Domain, was so gewisse Sachen angeht. Da gibt es dann auch keinen, der da Stress macht. Bei Harry Potter hätte es da vielleicht noch wieder Ärger gegeben. Ne? Dann hätte man es vielleicht fantastische Tastwesen nennen müssen. Dann haben wir natürlich, wie immer, vom Lootbook den Artprint mit drin. Ja? Und sogar auf die, wisst ihr was, also GetDigital, wirklich, ich Kusshand an euch, ja. Zum einen ist es ja auch unter anderem mir zu verdanken, dass es diese Artprints gibt. Ja, wenn ihr sie nicht mögt, dann, na, aber nicht bei mir beschweren. Da kann ich dann doch nichts dafür. Na, aber ich habe oft genug gesagt, komm, mach da doch einen Artprint draus. Ich finde es so schade, dass die Grafik hier nur auf dem Lootbook ist. Ja, und dann haben sie es gemacht. Dann habe ich in den letzten Wochen immer ein bisschen geschimpft, dass ich gesagt habe, es ist ja schön, dass dieses tolle Motiv dabei ist, aber der Künstler wird ja gar nicht wirklich genannt. Da steht's. Ich weiß nicht, ob es scharf wird und ob ihr es lesen könnt, aber das ist in dem Moment noch nicht ganz so wichtig. Ja, aber der Künstler wird jetzt auch genannt. Finde ich geil. Also GetDigital, Da Capo. Da Capo, ganz ehrlich. So, hier gucken wir gleich rein. Wir sind nämlich noch nicht fertig. Da ist nämlich noch was drin. Zwei Sachen sogar noch. Eins hat sich versteckt. Haha, kannst mal sehen. Wir haben ein Necklace zu Batman. Ja, das heißt, wenn ihr Batman-Fans seid, dann könnt ihr euch das ums Hals hängen. Es wird heute nicht mehr besser, keine Sorge. Ja, ihr könnt euch dann das um den Hals hängen und dann weiß jeder, dass ihr Batman seid. Ich brauche das nicht, denn ich habe meine Brustbehaarung so rasiert, als wäre es das Batman-Symbol. Ja. Ja, glaubt ihr nicht, ne? Das zeige ich aber auch nicht. Nee. Ist aber cool. Morgens beim Duschen immer so, Batman, und dann seift man sich so ein. Nein, nein, ich lasse das lieber. Es driftet gerade in Gegenden ab, da wollen wir nicht hin. Dann haben wir das hier noch. Ja, und das habe ich fast vermutet. Nee, ist wirklich so. Ich habe das fast vermutet. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das der Upgrade-Artikel ist, aber ich meine, es hieß, es gibt etwas zu Guardians of the Galaxy oder zu Groot als Upgrade-Artikel. Ich vermute mal, das könnte dann auch sogar noch dazu gehören. Finde ich übrigens immer noch fantastisch, das Ding. Ja, wir haben hier eine I am Groot in Infinity Wars. Figur von, ne, Avengers Infinity Wars, Metal Statue von Hero Collector. Das ist was, was bei der GetDigital in letzter Zeit öfter mal zu sehen und zu kriegen ist. Diese Hero Collector Figuren. Und wir gucken uns die einfach mal an. Sie ist in einer wunderbaren, sehr ansprechend gestalteten Metalldose, die allein schon als Kunstwerk durchgeht. Das ist etwas, was ihr feiern könnt. Eine wunderbare Metalldose, die ihr im Zweifelsfall auch anderweitig nutzen könnt, wenn ihr die Figur da nicht mehr drin habt. Könnt ihr da Kekse reinmachen, dann habt ihr Groot-Kekse. So, und wir gucken uns den Groot mal an. Er ist sehr schwer, denn er ist aus Metall. Sogar Schwermetall. Nein, er ist aus Metall.
Nicht aus Schwermetall, das wäre gefährlich. Er hat unten einen Filzboden, damit er nicht wegrutscht. Ja? Und es ist ein Teenager Groot. Er wird nicht scharf, wie immer nicht, ne? Es ist ein Kreuz. Ich glaube, ihr könnt es sehen. Es ist ein Teenager Groot, der gerade an seinem Videospiel rumdödelt. Ja, finde ich cool. Sieht super aus. Guckt ein bisschen zur Seite. Na, könnt ihr euch ins Regal stellen. Könnt ihr auch hier wieder reinmachen. Na, guck mal, das geht. Schaut mal. Boah, das passt perfekt, ey. Als wenn die das dafür gemacht hätten. Dann könnt ihr es wieder so zumachen. Dann macht ihr sogar hier wieder den Kleber dran. Und dann ist das wie neu. Groot. Finde ich auch geil. Gefällt mir auch. Groot geht sowieso immer. Ist ein cooler Charakter. Ne? Hat sich noch nicht ganz ausgegrootet bei meiner einer. So, dann gucken wir mal ins Lootbook. Denn das war's jetzt mit dem Inhalt der Box. Wir haben... Jetzt geht's auch um die Preise, ne? Damit ihr das mal wisst. Dieser Buchtresor... Falsch rum, so. Dieser Buchtresor ist eine Get Digital Exclusive Geschichte. Kostet 24,95. Jetzt sagt ihr, wow, das ist ganz schön preisig. Ja, das ist richtig, aber ihr müsst immer verstehen, das sind Eigenproduktionen. Das heißt, was heißt Eigenproduktion? Das wird von Get Digital in Auftrag gegeben, die konzeptionieren das. Da sitzt jemand, ein Künstler, der das Ganze im Zweifelsfall zeichnet. Wird es hier ja so gewesen sein. Ja, dann gibt es eben Leute, die das Ganze konzeptionieren im Sinne von, was machen wir da eigentlich ganz genau? Ja, und dann muss das irgendwo noch produziert werden. Ja, das ist nicht in den Auflagen wie andere Sachen produziert worden. Da gebe ich euch Brief und Siegel drauf. Und dementsprechend ist sowas natürlich in diesem Preislimit. Aber ein gutes Buch kostet auch locker mal 20 Euro, oder? Also von daher, hier könnt ihr eure Wertsachen verstauen. Und für einen Tresor würdet ihr ja auch sicherlich nicht nur 10 Euro ausgeben wollen. Dementsprechend, ich feiere dieses Item tatsächlich. Also für mich ein absolutes Highlight. Wer weiß, was wir daraus machen. So, 25 Euro. Schon mal ziemlich geil. Habt ihr fast die Box schon bezahlt. Dann habt ihr noch das T-Shirt. Damit seid ihr schon drüber. 19,95. Passt. Ist jetzt nicht ganz meins. Ich finde, das ist das schwächste Item aus dieser Box. Aber ist eine starke Box, von daher. Aber es ist halt wieder dieses Haha-Witz-Ding. Kann ich persönlich nicht so wahnsinnig viel mit anfangen. Dementsprechend, nicht mein Favorite. Werde ich wahrscheinlich nicht anziehen. So. Dann haben wir ein sehr witziges Item. Dieses USB-Kabel mit den Daumen-Grips für eure Videospiele. Finde ich auch eine super Idee, das ist ein super Artikel. Finde ich total geil. Ich weiß gar nicht, ob ich die Dinger benutzen soll oder ob ich das... ich weiß gar nicht. Also ich finde so ein USB-Kabel ist immer mal ganz witzig. Ja? Ich denke mal, das wird auch leuchten hier, weil es ist ja hier auch so abgebildet, dass es leuchtet. Es ist Back to the Future gebrandet. Finde ich einen geilen Artikel. Gefällt mir persönlich sehr gut. Dementsprechend absolutes Highlight. 13,95. Jetzt sind wir safe in der Gewinnzone bei der Box. Also läuft. Ja, dann haben wir das Batman-Necklace. Da hätte es auch noch den Joker gegeben. Finde ich jetzt Batman besser oder den Joker? Ich finde beides cool. Tatsächlich, wenn es so um dieses Symbol und dieses Logo geht, ist der Batman vorzuziehen. Wäre es jetzt, ich meine, das ist das Joker-Logo, wo der Kopf auch drin ist, aber wäre es jetzt dann im Prinzip, ich kann es euch auch mal zeigen, komm mal. Wäre es jetzt hier nur der Kopf in etwas größer, dann hätte ich vielleicht sogar tatsächlich den Joker bevorzugt. Aber so finde ich das geil, vor allem ist das eins der klassischen alten Batman-Logos, was auch in den 80ern auf den Comics drauf war. Feiere ich deswegen sehr. Gefällt mir persönlich außerordentlich gut. Trage ich sowas? Nein. Werde ich nicht. Mache ich nicht. Ist nicht so mein Ding. Ich bin nicht so ein Schmuckmensch. Ihr seht ja, ich habe keine Uhr, ich habe hier nichts, ich habe nichts am Hals. Ja, nur hier, ihr wisst Bescheid. So, dann haben wir das Root for Groot Kartenspiel für 14,95. Was ist denn diesen Monat mit der Box los, Jungs? Get Digital! Erzählt mir, habt ihr irgendwie... Ja, vielleicht liegt das immer noch an der Geschichte, die sie mir letztes Mal erzählt haben. Aber das darf ich euch natürlich nicht erzählen. Das könnt ihr gerne bei Get Digital erfragen, warum die momentan so extremst krasse Sachen drin haben. So wie das hier. Ja, das könnt ihr gerne mal nachfragen. Ich finde es geil, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Zeug, was wir sonst so nicht sehen. Ich habe das Back to the Future Ding noch nie gesehen. Ich habe das Spiel hier noch nie gesehen. Das Buch ist natürlich eine Eigenproduktion, aber auch das habe ich vorher natürlich logischerweise noch nie gesehen. Ja, das ist halt auch ziemlich genial. 14,95 für dieses unterhaltsame Spiel. Finde ich sehr, sehr geil. Und selbst wenn du es nicht spielen willst, stell dir den Kopf hin. Na, hast du nicht verloren. Dann ist natürlich der Artprint drin. Gefällt mir auch sehr gut. Ich mag die Motive immer sehr. Ja, wieder super schick geworden, das Ganze. Dann haben wir noch das Zauberwelten-Magazin drin. Ja, auch das finde ich immer sehr, sehr schön. Na, auch wenn ich es dann irgendwann doppelt habe. Ist halt überall drin. Und das Upgrade-Item ist, und genau das hat ich
da fällt mir der Tresor um. Das hatte ich ja erwähnt, meine Dose hat eine leichte Delle. Boah, meine Dose hat eine Delle. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Das Magazin ist übrigens umsonst, genauso wie, wie der Artprint. Ne? Das kostet euch nichts, wenn ihr das mit drin habt. Hätten sie auch weglassen können, aber ne? Also im Sinne von, es hat jetzt nichts am Wert verändert. Also ist das ein gratis Geschenk an euch. So wollte ich das sagen. Genau. Dann haben wir Missing Title. Missing Title kostet 29,95. Und ihr sagt jetzt, Mike, du redest totalen Stuss. Ich meine, das wissen wir alle, dass das oftmals so ist. Aber in diesem Falle, nein, 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 ich bin unschuldig. Schaut mal hier, was hier steht. Get Digital. Ja? Wer macht dann bei euch, die Korrekturlesung? Ist der Text dann wenigstens komplett? Ja. Also da hätte wahrscheinlich irgendwas anderes stehen sollen. Da hätte wahrscheinlich stehen sollen, Hero Collector, Heavyweights, Groot, Metal Statue oder sowas. Ja, einfach mal so einen meterlangen Text über die Figur rüber. Jetzt haben wir das Ding als Missing Title bezeichnet. Also die Figur Missing Title. Keine Sorge, wird kein Fail des Jahres sein. Dazu ist das zu witzig und auch zu klein. Ja, wir haben also das Groot Upgrade für 29,95. Ja, diese Figur kostet 29,95. Ist eine Ansage, aber das kommt ja auch in dieser Metalldose. Ne? Die ist also, ja, das ist bei diesen Figürchen so. Was haben wir im nächsten Monat? Was soll das sein? Der weiße Hai. Boah, geil. Ja? Ich meine, ne, nächste Upgrade ist der weiße Hai und du siehst eine POV vom weißen Hai, wie er da, ne? Ja, so funktioniert POV. Man sieht nicht, ne, sondern der Hai guckt auf den Schwimmer. POV. Ne? Versteht. Auch schon wieder so ein Get Digital Insider Witz irgendwie in letzter Zeit gewesen. Wurde zumindest öfter mal, ja. Es ist ein bis drei zusätzliche Artikel im Wert von 30 Euro. Der weiße Hai, ihr wisst Bescheid, ist eins meiner absolut liebsten Franchises. Ich habe das Poster sogar hier hängen. Ich habe sonst eigentlich gar keine Poster hängen, aber das Poster vom weißen Hai habe ich hier hängen. Ich bin großer Fan. Ich liebe den ersten Film in der Originalsynchro allerdings primär. Ja. Ich mag auch den zweiten Teil. Ich habe letztens wieder Comics dazu bekommen. Der weiße Hai ist fantastisch. Wenn es da die richtigen Items gibt, ich bin dabei. Ja. Ihr zahlt 14,95 dafür. Das Ganze ist im Wert von über 30 Euro. Läuft bei euch. So. Das war die Box. Starke Box. Na? Der Mai ist stark in euch. Ihr wisst Bescheid. Get Digital hat abgeliefert. Jetzt bin ich aber gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Wie gefällt euch diese Lootbox diesen Monat? Und ärgert ihr euch, dass ihr euch sie nicht bestellt habt? Oder habt ihr sie vielleicht bestellt? Welches ist euer Lieblingsitem? Schreibt es mir in die Kommentare. Tralalalalalala. Ja, am Text arbeiten wir noch. So, und dann kennt ihr das Spielchen. Ne? Ich wiederhole das jetzt nochmal, damit es auch endlich alle verstehen. Ja, und vergesst das nicht, das ist super wichtig. Abo, Daumen, Kommentare, Benachrichtigungsglocke und wieder anschalten. Und eine Get Digital Box bestellen. Jawohl, denn in der Videobeschreibung ist ein Link. Das ist ein Link, damit Get Digital weiß, dass ihr von mir kommt. Das heißt, wenn ihr aufgrund meiner Videos irgendwie Lootboxen oder so bestellt, dann nutzt bitte diesen Link, damit die auch wissen, hey, das bringt was. Ja? Ist halt eine Win-Win-Situation. Ihr bekommt hier diesen komischen Content von mir. Heute war es wirklich schlimm. Auf gute Art. Ja, finde ich persönlich. Ja, wenn ihr das anders empfindet, ihr wisst Bescheid, wie ihr euch da zum... Ne? Was rede ich eigentlich immer noch so lange? Sag mal. So, jetzt ist hier mal Schluss. So, vielen Dank an Get Digital. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Was ist denn wohl los? Ach so, das Ende vom Video. Ha, ja, da oben, da gibt es ein Video von Mike, das könnt ihr euch angucken. Da unten ist eine Playlist, da könnt ihr auch mal reinschauen. Und da drüben, ja, da sind so ein paar andere Kanäle zum Abonnieren. Ja, das war's jetzt. Tschüss.